Ein 35 Jahre alter Mann hat am Mittwochvormittag einen Großeinsatz der Wilhelmshavener Polizei ausgelöst. Der laut Angaben der Ordnungshüter bereits auffällig gewordene soll sich demnach in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fedderwader-Groden verschanzt und damit gedroht haben, jemanden umzubringen. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und sperrten die Straße. Das aus Hannover angerückte Sondereinsatzkommando konnte den Mann gegen 13.30 Uhr unverletzt festnehmen. Die Anwohner durften anschließend in ihre Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.